Das nervt, oder? Bitte kehre zu. Was denn für blöde Netzwerkfehler? Das nervt. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal sein und... Hey, listen, babe, that was great. I gotta run now, okay? All right, bye, babe. Hold on. Ich sollte lieber mal die Versicherungspolice raussuchen. Ja, ja. Okay. Versuchen wir es nochmal. Sonst hat das doch nicht gehabt. Vielleicht heute irgendwie nur Probleme. Das sind irgendwie keine Online-Probleme. Und das Doofe ist natürlich jetzt. Vielleicht sollte ich auch nichts mehr spielen. Weil mittendrin steigt das Ding ja wieder aus mit irgendeinem komischen Netzwerk. Unbekannt. Ein unbekannter Fehler, unbekannte Ursache ist in einer unbekannten Quelle aufgetreten. Warum? Unbekannt. Tun Sie irgendwas, damit das nicht wieder vorkommt. Aber wir wissen auch nicht was. Grund? Ursache unbekannt. Der Juggernaut. Einladung. Juggernaut. Zwischen Teams ist der Juggernaut. Er wird zur Besitz und eure einzige Schwäche. Tja. Wir machen mal halt so einen kleinen Kram, weil. Auf Mission kann man sich ja nicht mehr konzentrieren, dann sagt er, nö, Online-Verbindung weg oder unbekannter Netzwerkfehler. Team ausgewogen halt. Achso, ich darf ja nichts außer zuschauen. Ja. Teamschlacht. Du musst den gegnerischen Juggernaut ausschalten, ohne von ihm zermalmt zu werden. Gegen zwei. Am besten spielst du mit Dudi, der kennt sich mehr aus. Gibt bereits einen Juggernaut. Und wer ist der Juggernaut?
Muss man nicht so richtig verstehen, oder? Welche Farbe hat der eigentlich? Beige? Oh. Diamond Juggernaut. Schalte den gegnerischen Juggernaut aus. Nein, ich bin aber nicht gerade schnell. Ich kann schön alles zerfetzen. Stört alles. Ich hab dich zerfetzt. Geh wieder! Minigun ist schon mal cool. Ich fand das cool. Ich habe allerdings weniger RP als mein ZX. Was spielen wir jetzt? Raketenbasis, hartes Target. Ein 10F. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich wieder ein Fehler. Oder geht's echt los? Oder komme ich wieder auf der Weltkarte raus? I don't know. I have to wait. I wait, I wait, I wait. Until doomsday, I wait. And wait, and wait, and wait. Hat sich was getan? Oh, und das nächste Rennen geht los, oder? Nee. Besuche den Music Locker, den Nachtclub oder den Diamond Casino und Resort. Was denn? Ich gehe mal ins Resort. So, Diamond Casino und Resort. Okay, gehen wir da mal rein. Da macht mir sogar eine die Tür auf. Habt ihr denn keine Automatik? Weiß ich nicht, vielleicht kriege ich auch nur einen Dollar die Stunde. Billiger als Automatiktür einzubauen und zu warten. The Diamond Casino and Resort. Feel free to come in and have a good time. And of course, members get access to all the facilities. Very good, Vincent. Very good. You managed not to frighten them away this time.
Wonderful. We are making progress. Right this way, sir. Welcome. Welcome to the Diamond Casino Spa and Resort. We are finally open for business. I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership-only establishment as far as our facilities are concerned. Regulation. For now, membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing. Ah, champagne. I'll take those. Let me show you around. Oh, the boss. Miss Baker. I'd like you to meet a prospective member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, are you going to give them a little tour of the resort? Of course, madam. Oh, and so far, no sign of the Texans. I should hope not. But let's talk another time. Okay. So, come with me, please. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities, especially for all our VIP members. Over here is our bar area, the Solitaire. That's our head barwoman, Josephine. Hey, Josephine! Es regnet menschliche Totenschädel auf den Screens. Soll man sich da wohlfühlen? Poker, slot machines, and inside track horse racing. Now, if you're interested in the real VIP experience, you can purchase one of our exclusive penthouse condominiums. We're talking black card, premium grade, utterly unique luxury, and a remarkable home for you and your loved ones. And of course, on the floor bonuses and opportunities, like free champagne. And that concludes our tour. If you're interested, all the details are up on the website. It really is a wonderful place to relax and entertain. I hope to see you again soon. You know where to find me. Eine Standardmöglichkeit, KKM und Gäste-Service eingekauft und damit einige Spieltische, Spielautomaten, Inside-Tracker und Glücksrad spielen. Ist gekauft. Wir können es jetzt am Glücksrad drehen. Was ist denn das hier Hübsches? Keine extra Info, okay. Das ist das Glücksrad. Ich dreh doch mal dran, oder? Das ist doch das Glücksrad, oder? Table games, slot machines and the premier race book. There's always something to get into and find what you love. Money. Schenk mir das Jeton. Was? Eben? Ja, doch. Schenk mir so ganz. Ja, ich drehe. Gewinnquoten, Preisfahrzeug 1 zu 20. Drehen einmal täglich am Rückseite und gewinne einen Preis. Ja, komm her. Was gewinne ich? Und ich gewinne ein Discount. 30.000 wäre nicht schlecht. Doch nur 15. Jetons. Ah ja, auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal die Jetons ab. Nochmal drehen geht nicht, ne? Du kannst nur einmal, okay. Dann kann man hier, oh, mächtiger Zorn. Treffe entweder drei gleiche Symbole oder ein oder zwei Blitze oder ein oder zwei Blitze auf der Gewinnlinie. Okay, die Blitze sind wichtig. Den jeweiligen Preis erhalten. Die Auszahlung, die am Automaten angezeigt wird, bezieht sich auf das Mindesteinsatz. Gewinnrate 98,7%. Fortfahren. Minimaleinsatz. 50 gesetzt. Wir spielen. Oh! Die müssen ja auch noch auf der Linie sein. Das ist ja doof. Dafür gab es auch nichts.
Ein Blitz. Es gibt nämlich auch noch dazwischen, da gewinnst du nichts, das ist ja gemein. Okay, das ist nicht besonders interessant. Was ist das? Angel Knight. Das ist doch derselbe Scheiß, nur mit einem anderen Blatt da oben. Nun, und mit mehr Geld. Ein Stern. Sonnengott. Oh, das sind gleich 500, die du da setzt. Ach, komm her. Nix, nix, nix. Irgendwas. Ah, nix. Und das ist... Ich seh's doch. Dann gibt's hier noch mehr. Ah, das ist doch derselbe. Fame or Shame. Triff entweder drei gleiche Symbole. Fortfahren. Mikrofone. Du hast 50 Gedanks gewonnen. Bist du das, Laszlo? Sei überragend. Irgendwas ist... Ah. Twilight Knife. Zwielichtklinge. 100 gleich, okay. Knife, Knife. Irgendwas gewonnen? Glaub nicht. Harvest up. Was ist mit Diamond? Irgendwie ist es alles dasselbe, oder? Oh. Ja, hohe Einsätze hier, 500 gleich. Ich hab kein Geld mehr. Abucator. Den habe ich noch nicht. Oh, wir haben auch noch Maus. Der Ausräumer. Schreiben wir immer. Ich bin mal 15.000 hatte ich angefangen.
Rage, was ist das da? Ach, das ist eigentlich alles dasselbe. Alles dasselbe. Oh, der Spielautomaten. Langweilig. Schwarz. Take your time. Oh, the size of this place. I've never walked so far in all my life. I told you to wear your other shoes. Boah. Die sieht aber auch aus. Bitte bedecken Sie Ihre Beleibtheit. Irgendwie muss man die scheinbar vorzeigen. Exit. Casino und Restaurant. Putzdienst, Grafik. Wenn das kaufen kostet. Oh, 1,5 Millionen, das geht eigentlich noch. Staff Uni. Kann man hier nicht was anders spielen? Nur diese blöden. Scheinbar nicht. Da gibt's das Glückrad. Dann gehe ich mal zum Cashier. Was kriege ich denn für meine 13.130? Was kriege ich denn für 10 Jetons? Ah ja. Was ist der Besucherbonus? Hol dir täglich 1000 ab. Kling. Alle. Ja, was ist Wahres? Gibt's hier auch einen Geldautomaten? Da muss ich mit dem viel Geld in der Tasche jetzt auch. Okay, das war das Casino. Naja, 35 Kopfschüsse. Musste mal ein Auto. Nicht?
Auto geparkt. Hm, da. Schnapp dir die Waffen. Ich schnapp mir die Waffen. Ach komm, das Rallye-Auto. Nein, ich schnapp dir die Waffen. Schnapp dir die Waffen. Zurück auf der Straße. Schnapp dir die Waffen. Was ist das Teil eigentlich? Ja, doch ein bisschen weiter rechts. In die Richtung. Ach, ich halte noch keine Gartenzäune auf hier. In die Richtung? Ah, mehr in die Richtung. Sorry. Was, wo ist denn der? Der ist hinter dem Gefängnis, ne? Hat die Güte abgeliefert. Okay. Dann brauche ich die Tür ja nicht mehr. Hatte ich ganz vergessen, die kannst du nicht umfahren. Was sind das eigentlich für riesige Satellitenschüsse da? Na, ich weiß nicht, ob ich darauf komme, oder komme ich auch? Ich muss das aushalten. Hier gibt es einen Geldautomaten. Wo? Wieso sollte hier ein Geldautomat sein? Nee, das ist was anderes. Hier ist... Das hier ist... Bandito Zeitrennen. RC. Remote Control. Das ist bestimmt hier oben ist das.